Willkommen zurück zur zweiten heutigen Folge von Let's Play Mass Effect. Von den anderen Folgen hatten sind die jeweils zweite Folge schon auf YouTube und später kommt dann als letztes noch die ADA-Analyse für euch. Nur ganz kurz, morgen sind es nur drei Folgen bei Battle for Westnord. Morgen ist zwar Mittwoch und damit ein Sonderformat, aber Battle for Westnord fällt morgen aus. Ich habe jetzt im Aufbau Battle for Westnord nachgestellt, beim nächsten Mal schaffen wir da mehr, weil wir haben heute bei beiden Folgen nichts geschafft. Nur für die, die das gucken, sage ich hier zur Sicherheit mal im Voraus. Ja, beim letzten Mal bei Mass Effect haben wir die Gespräche in der Normandy beendet. Mit Gauss, Rex, Tali und Ashley haben wir uns unterhalten. Es waren alles vier sehr interessante Gespräche. Wir haben auch verkauft und wir haben angefangen, die Codex-Einträge zu lesen. Jetzt werden wir die restlichen Codex-Einträge lesen und wir werden in eines der anderen beiden Artemis Tau-Cluster fliegen. Und ich habe mich entschieden, dass ich erst hinfliege, damit wir schon mal in dem sind, falls dieses Codex-Lesen zu lange dauert. Weil wir wissen, das ist einiges. Damit wir dann morgen direkt auf einem Planeten landen können, beziehungsweise ein System lesen können. Deswegen mache ich das jetzt als erstes. Ich bin immer noch genervt von der Battle for Westnord Folge. Entschuldige, wenn ich gerade noch unwirsch wirke. Wir haben über eine Stunde gespielt und nichts erreicht wegen den verdammten Trollen. Aber im Off habe ich jetzt, wie gesagt, was geschafft. Bin ich auch sehr froh. Gut. Aber hier bei Mass Effect haben wir jetzt eine ganz entspannte Folge. Hier fliegen wir jetzt in ein anderes System. Das Sparta-System kennen wir. Das Knossos-System auch. Aber sowohl Athena, oder? Athens, also auch Makedon sind neu. Ich nehme jetzt Athens. Ob wir da heute noch was machen, kommt darauf an, wie lang die Codex-Einträge sind. Wie viel ist es denn hier? 1, 2, 3, 4. 4 Planeten, 5 Planeten. Nicht mehr? Ich sehe nichts leuchten. Okay, 5 Planeten, das geht ja. Aber zuerst lesen wir die Codex-Einträge. So, ich mache jetzt mal mit Technologien von unten nach oben. Biotiken Ausbildung. Das wissen wir wahrscheinlich von Kaidan. Die biotischen Implantate und Verstärker allein bieten dem Biotiker nur die Möglichkeit, kohärente Masseneffektfelder zu erzeugen. Ob und wie gut sie diese zustande bringen, ist von ihrer Ausbildung abhängig. Biotiker müssen lernen, ihr Nervensystem bewusst zu kontrollieren und gezielte elektrische Impulse an die Element Zero Knoten in ihrem Nervensystem zu senden. Bei ihrer Ausbildung lernen die Biotiker, ihre Implantate und Verstärker mit Hilfe von Biofeedback-Geräten und Minimo-Techniken einzusetzen. Die einzelnen Fähigkeiten werden durch Gesten oder Muskelkontraktionen ausgelöste Impulse an das entsprechende Nervenbahnsegment aktiviert. Das erste Unternehmen, das ein solches Biotika-Ausbildungsprogramm entwickelte, war Cohetix Industries mit dem Biotic Acclimation and Temperance Training Program. Ja, das war genau das, wo Kaidan war, wo er darüber geredet hat. Auch den Namen der Firma kennen wir. Und wir wissen ja, die Firma ist wahrscheinlich nicht so toll, wie es klingt. Das BAST-Programm lieferte zwar nicht die gewünschten Resultate, aber Teile dieser Techniken werden auch heute noch verwendet. Toll übrigens. Wie war das mit den Unfällen? Naja. Zurzeit beschäftigen sich viele menschliche Institutionen damit, neue biotische Superfähigkeiten zu entwickeln. Das dient vor allem dem Ziel, den Truppen zu mehr Flexibilität zu verhelfen. Allerdings gibt es auch vor der Öffentlichkeit verborgen agierende Gruppen, die auf skrupellose Weise versuchen, eine Art Übermensch zu erschaffen. Ach, das ist ja toll. Also, mich wundert es natürlich nicht, dass damit viele spielen und auch viele, die keine tollen Ziele haben. Aber dass es so direkt gesagt wird, ist trotzdem nicht schön. Okay. Schiffe und Fahrzeuge. Raumkampf, Dauer der Kämpfe. Die Länge und die Intensität von Kämpfen ist hauptsächlich von der Hitzeentwicklung abhängig. Durch das Abfeuern der Waffen, das Ausführen von Navigationsmanövern
und dem Einsatz der elektrischen Bordsysteme produzieren die Schiffe riesige Mengen Hitze. Während der Kämpfe produzieren die Kriegsschiffe mehr Hitze, als sie ableiten können. Die Hitze innerhalb des Schiffes kann so zu einer ernsten Gefahr für die Crew werden. Deswegen muss ein Kampfschiff den Kampf gewinnen oder sich rechtzeitig in ÖLG zurückziehen, bevor diese Hitzewerte tödlich werden. Ja, sonst, das haben wir schon mal gelesen, sonst wird die Crew gegrillt, weil alles überhitzt. Nach einem ÖLG-Flug muss ein Schiff seinen Flug stoppen, alle nicht lebenswichtigen Systeme abschalten und die Hitzeabstrahlungssysteme aktivieren. Die Länge eines Kampfes ist abhängig von der Bauweise des Schiffes und dem Ort der Raumschlacht. Kämpfe in der tiefsten Kälte des interstellaren Raums können etwas länger dauern. Kämpfe in der Nähe eines Sterns dagegen sind nur von kurzer Dauer. Kämpfe um bewohnte Welten, die sich normalerweise in der Nähe eines Sterns befinden, werden besonders wild geführt. Ja, ist nicht überraschend. Okay, und dann noch Planeten und Orte. Da haben wir die Arcturus und die Gagarin-Station. Ach nee, nur die Gagarin, glaube ich. Arcturus hatten wir, glaube ich, schon. Das war ja das Jump Zero, haben wir auch gehört. Die Gagarin-Station ist die größte vom Menschen gebaute Station im Deep Space. Diese Station des Typs Burnell Sphere bietet einen bewohnbaren Bereich mit einem Durchmesser von 500 Meter. Die Station wurde nahe des Pluto, fast 80 astronomische Einheiten, also 12 Milliarden Kilometer, von der Sonne entfernt errichtet. Allein der Transport der Baumaterialien und Crewmitglieder zu dieser Station hat viele beteiligte Unternehmen in den Ruin getrieben. Die Gagarin-Station wurde auf der abgewandten Seite der Heliopause positioniert, wo der Sonnenwind nicht mehr auftritt. In der Station sollten ursprünglich Tests mit Überlichtgeschwindigkeit ausgeführt werden, was theoretisch nur im interstellaren Raum möglich ist. Da sich die Menschheit von hier aus aufmachen wollte, in die Galaxis zu expandieren, bekam die Station den Spitznamen Jump Zero, Absprungpunkt 0. Kurz nachdem der Bau der Station beendet war, wurden die proteanischen Ruinen auf dem Mars entdeckt, womit der eigentliche Nutzen der Station obsolet wurde. Nachdem dennoch über 10 Jahre versucht wurde, die Gagarin-Station profitabel zu betreiben, wurde sie schließlich 2159 für einen Bruchteil der Baukosten an die Allianz verkauft. Die Allianz baute die Station zu einer Forschungs- und Ausbildungsstation um, in der die vor kurzem entdeckten biotischen Phänomene untersucht werden sollten. Ja, man merkt schon, ursprünglich war das halt zur Expansion und zum Testen von Schiffen und das wurde auch dann unnötig, weil halt die Ruinen gefunden waren und damit die ganzen Massenportale und so weiter. Eigentlich ein ziemlich blöder Einfall, gerade weil es sich geldlich nie gelohnt hat. Nachdem 2169 das biotische Akklimatisierungs- und Ausbildungsprogramm beendet wurde, nutzte man die Gagarin-Station als Forschungsstation. Durch die weit entfernte Lage und die gewollte Isolation vom Extranet ist sie perfekt für gefährliche Forschungsarbeiten geeignet, insbesondere auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Ach toll, weil es noch nicht lustig genug war mit den Biotikern, ne? War ja klar. Der erste vom Menschen geschaffene und stabile KI, die von den von der Allianz geförderte Eliza, erreichte ihren Bewusstseinsstatus 2172 auf der Gagarin-Station. Heutzutage beträgt die ständige Besatzung der Gagarin-Station ca. 9000 Bewohner. Es wurde zudem auch ein Plan entwickelt, die ganze Station zum Massenmittelpunkt zwischen Pluto und dem Charon-Portal zu transportieren, wo sie als Serviceplattform zwischen dem Sonnen- und dem Arcturus-System dienen könnte. Aber die mit diesem Transport verbundenen Kosten wären so hoch, dass der Plan auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Ergo wahrscheinlich niemals stattfinden wird, sowas hatten wir schon mit Plänen, Tonkosten. Wobei, auch weil das für mich ziemlich ehrgeizig klingt. Und mit ehrgeizig meine ich in dem Fall übertrieben. Na gut. Wir haben aber noch einen Codex-Eintrag bei Schiffen und Fahrzeugen. Welchen denn? Ach, zwei sogar. Okay, ÖLG-Antrieb in Ladetechniken. Durch das Anlegen eines positiven oder negativen Stroms an den ÖLG-Antriebskern wird eine statische elektrische Ladung aufgebaut,
Die Antriebe können im Durchschnitt 50 Stunden benutzt werden, bevor sie eine Ladungssättigung erreichen. Dies ändert sich proportional zur Intensität der Massenreduktion. Schwerere oder schnellere Schiffe erreichen diesen Sättigungsgrad schneller. Die so entstandene Ladung wird in die Schiffshülle abgeleitet. Wenn sie nicht geerdet wären, würden die Crewmitglieder gegrillt, die elektronischen Systeme ausgebrannt und die Metallschotte geschmolzen werden. Das klingt auch total schön, gab es bestimmt mal Tests, die schiefgelaufen sind. Der sicherste Weg, einen Kern zu entladen, ist die Landung auf einem Planeten, wo das Schiff eine Erdverbindung ausfährt, ähnlich einem Blitzableiter. Größere Schiffe, wie Schlachtschiffe, können nicht auf Planeten landen und müssen die Entladung im Magnetfeld eines Planeten vornehmen. Dabei wird die Ladung von Antriebskernen auf die äußere Panzerungshülle des Schiffes geleitet, bevor das Schiff ins Magnetfeld eintaucht. Bei diesem Entladevorgang entstehen eindrucksvolle Lichtfelder und Bögen, die vom Planeten aus sichtbar sind und den irdischen Polarlichtern ähneln. Da während der Entladung die Sensor- und Waffensysteme des Schiffes eingezogen werden müssen, ist es in dieser Zeit praktisch wehrlos und blind. Ja, sowas haben wir auch schon oft gelesen bei Planeten mit Entladung von Antriebskernen. Und wehrlos und blind ist natürlich gerade bei einem Schlachtschiff sehr gefährlich, weil dann ist es halt eine leichte Beute. Der Entladevorgang bei einem Mond mit schwachem Magnetfeld kann Tage dauern. Die Entladung in das mächtige Magnetfeld eines Gasgiganten dagegen dauert nur eine Stunde. Weltraumstationen, die sich wie die Zitadelle nicht in unmittelbarer Nähe zu Planeten befinden, bieten oftmals spezielle Entladungsvorrichtungen für die Schiffe von Besuchern. Ja, selbst wenn es nur eine Stunde dauert, Piraten reicht das, um ein Schiff zu zerstören. Okay, und jetzt noch die Guardian-Systeme bei Waffen. Das Guardian-System General Area Defense Integration Anti-Spacecraft Network, ach du Scheiße, was für ein Namen, eines Raumschiffs besteht aus mehreren Anti-Raketen oder Anti-Jäger-Lasertürmen auf der Schiffsaußenhülle. Aufgrund der Computerunterstützung müssen die Gefechtsturmoffiziere dabei nur das System aktivieren und die feindlichen Ziele bestimmen. Da Laserstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit ausgesendet werden, können Objekte mit nicht relativistischer Geschwindigkeit ihnen nicht ausweichen. Wenn der Strahl nicht schlecht ausgerichtet wurde, wird er immer sein Ziel treffen. Zu Beginn eines Raumkampfs ist das Guardian-Gefechtsfeuer 100% präzise. Es ist zwar nicht 100% tödlich, aber das ist auch nicht entscheidend. Die beschädigten Jäger müssen die Mission abbrechen und zum Reparaturdock zurückkehren. Also es ist eine schöne Abwehrwaffe gegen Jäger, gegen die ja ganz schnell sind. Deswegen zu Beginn eines Raumkampfs, weil wir wissen ja, der Beginn ist immer sehr, sehr weit von der Entfernung her. Und ja, natürlich, man schwächt den Gegner halt. Auch wenn man sie nicht sofort zerstört, man schwächt ihn. Die maßgebliche Einschränkung der Leistung eines Lasers ist die Beugung. Wenn ein Laserstrahl gestreut wird, verringert sich die Energiedichte, Watt pro Quadratmeter, mit der der Laserstrahl auf ein Ziel einwirken kann. Alle hochleistungsfähigen Laser sind Nahkampfwaffen. Klar, je weiter sie fliegen müssen, desto schwächer ist die Wirkung. Macht Sinn. Die Effizienz der Guardian-Systeme wird zudem durch die Hitzeentwicklung eingeschränkt. Waffenfähige Laser benötigen Zeit zum Abkühlen, wobei die Hitze in Hitzepuffer oder Radiatoren eingespeist wird. Beim Feuern reduziert die entstehende Hitze des Lasers seine Zerstörungskraft, die Reichweite und seine Präzision. Und wir wissen ja, Überhitzung ist ein großes Problem, wenn es zu stark ist. Die Jäger fliegen ihre Angriffe in Schwärmen. Die in vorderster Front anfliegenden Jäger werden immer von den Guardian-Lasern getroffen. Aber durch die Überhitzung der Verteidigungssysteme können immer mehr Jäger näher an das Schiff heranrücken. Ein ununterbrochener Einsatz würde die Laser ausbrennen lassen. Guardian-Laser operieren normalerweise auf Infrarotfrequenzen. Kürzere Frequenzen würden zwar mehr Feuerkraft und bessere Reichweite bieten, aber die Wartung der schadensauffälligen Zielvorrichtungen und Spiegel wäre zu kostspielig. Also auch hier, man könnte sie optimieren, aber das Geld fehlt halt ganz einfach. Und in den meisten Fällen gibt die Militärführung mechanischer Verlässlichkeit den Vorzug vor technisch anspruchsvolleren, aber anfälligen Verteidigungssystemen. Die Ausnahme bilden die Salarianer, die Laserwaffen auf Ultraviolettfrequenzen mit sechsfacher Reichweite einsetzen
um die Feuerfrequenz gegen angreifende Raketen zu erhöhen. Sechsfache Reichweite, das klingt schön. Die Laserstrahlen können nicht durch die kinetischen Barrieren der größeren Schiffe abgeblockt werden. Aber da die Reichweite der Laser begrenzt ist, eignen sie sich ausschließlich für den Schiffsnahkampf. Ja, außer bei den Salarianern. Die scheinen da allgemein etwas spezieller zu sein. Okay, jetzt haben wir alle Codex-Einträge. Schau ich mal. Ja, wir haben noch Zeit. Das heißt, wir werden mit dem System auf jeden Fall anfangen. Ob ich alle fünf Planeten schaffe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall anfangen werden wir. Ich fange jetzt hier mit dem Pharos an, weil der so weit entfernt ist. Der weit entfernt gelegene Planet Pharos wurde bis jetzt lediglich mittels einer unbemannten Raumsonde erkundet. Die dünne Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Zinn mit Vorkommen an Kohlenstoff. Die tiefen Krater sind zum Teil mit Eis gefüllt, sodass man davon ausgehen kann, dass sich unterhalb der gefrorenen Oberfläche große Vorkommen von Wasser befinden. Dank des großen eisreichen Kraters auf der südlichen Hemisphäre ist der Planet vom inneren System aus zu sehen. Dadurch erhielt der Planet auch seinen Namen. Ja, finde ich auch einen ganz spannenden Planet, muss ich sagen. 275,4 Erdjahre Orbitalperiode, 47,4 Erdstunden ein Tag, 0,9 Gramm Schwerkraft, 0,04 atm Atmosphärendruck, minus 176 Grad Celsius Temperatur und ein Radius von 7623 Kilometer. Und wir finden trojanische Insignien. Die haben wir eigentlich schon fertig, aber wir wissen ja, man kann es trotzdem noch finden. Beim Scannen des Planeten Pharos haben sie eine verlassene Basis auf dem Mond des Planeten entdeckt. Das Aufklärungsteam fand keine wertvollen Objekte, aber viele der Trümmer waren mit den Insignien der Magna-Kolonie gekennzeichnet. Okay. Dann, ja, hier leuchtet wirklich nichts. Hier scheinen keine Asteroiden oder sonstiges zu sein. Okay, dann gehen wir jetzt zum Salamis. Die geologischen Charakteristika von Salamis wurden zwar schon per Scan erfasst, aber darüber hinaus ist nicht sehr viel über diese Welt bekannt. Aufgrund der dichten Kohlenstoffdioxidatmosphäre und der Nähe zu dem heißen Stern Athens kann es vorkommen, dass die Äquatorialgebiete während des Tages so heiß werden, dass die Oberfläche schmilzt. Die Oberflächenschicht besteht aus Eisen mit Vorkommen von Platinmetall. Schmilzende Oberfläche. Hier bin ich froh, dass wir nicht landen können, / müssen, weil das klingt echt unschön. 4 Monate Orbitalperiode, 0,4 Erdjahre. Jaja, 520 Grad Celsius Temperatur. 1,3 Gramm Oberflächenschwerkraft, 1,4 atm Atmosphärendruck. Wundert mich nicht mit der Temperatur, wenn es schmelzen kann. Tageslänge sind 58,6 Erdstunden und Radius ist 6894 Kilometer. Gut, dann der Proteus. Wie die Heimatwelt der Hanar ist auch Proteus zu 90% von Wasser bedeckt. Die unglaubliche Hitze von Athens sorgt für eine Luftfeuchtigkeit von 100% und erzeugt eine konstante, dichte Wolkendecke. Zudem werden hierdurch Taifunstürme verursacht, die ganzjährlich über den Planeten fegen. Klingt auch total angenehm übrigens, aber hier gibt es tatsächlich Bevölkerung. Die feuchtheiße und sturmgeplagte Planet Proteus hat eine seltene Atmosphäre aus Sauerstoff, Stickstoff und eine kohlenstoffbasierte Biosphäre, wodurch es für die Besiedlung als geeignet gilt. Ah, deswegen. Ja, weil das mit dem Wetter klingt echt nicht schön. Im Zuge eines Pilotprogrammes wird die Möglichkeit der Gründung von Unterwasserkolonien untersucht. Auf diese Weise werden die Kolonien am besten vor dem extremen Wetter geschützt. Ja, es gibt auch eine Kolonie. Die Gründung ist 2179 mit 12.470 Leuten Bevölkerung und der Hauptstadt Ithaka. Ja, wie gesagt, hier haben wir lauter Griechen anscheinend. 34 Grad Celsius Temperatur, 1,21 atm Atmosphärendruck, 1,3 Gramm Oberflächenschwerkraft, 51,4 Erdstunden ein Tag, 4,9 Erdjahre Orbitalperiode und 10.210 Kilometer Radius. Und wir finden Gasvorkommen. Auf Proteus gibt es große Mengen Sauerstoff.
Ja, in der Atmosphäre. Das wussten wir schon. Okay, nur noch zwei Planeten. Bis jetzt können wir nirgendwo landen. Nehme ich mal als erstes einen Circe, auf dem wir auch nicht landen können. Circe ist ein mittelgroßer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit Vorkommen an Schwefel und Chlor. Dies verleiht ihm seine spektakuläre gelb-grüne Färbung. Im Zuge des Ausbaus der Proteus-Kolonie wird Circe wohl für den Abbau von Helium-3 genutzt werden. Okay. 10 Koronen Erdstunden ein Tag, 141 Koronen Erdjahre Orbitalperiode und 22.479 Kilometer Radius. Und auch hier finden mehr Gasvorkommen. Durch das Scannen des Gasgiganten haben sie ein großes Vorkommen von Helium-3 entdeckt. Leider haben wir auch schon alle Gase, das bringt uns nichts. Okay, dann haben wir noch den Nausicaa, auf dem wir auch nicht landen können. Ja gut, dann war es gibt's in diesem System gar nichts. Aber zumindest haben wir ein paar interessante Planeten jetzt gesehen und ein paar Sachen gesammelt. So schlimm war es jetzt nicht. Die Natriumanteile in der Atmosphäre von Nausicaa verleihen dem Planeten seine typische dunkelgraue Farbe. Ansonsten ist der Planet ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Für die weißen Wolken zeichnet ein sehr hoher Wasserdampfanteil in der oberen zeichnet ein sehr hoher Wasserdampfanteil in den oberen Atmosphärenschichten verantwortlich. Wahrscheinlich zeichnet sich so ein Schreibfehler. Ein Tag 14 Stunden, Radius 59.729 Kilometer und 57,6 Erdjahre Orbitalperiode. Und damit sind wir mit Athens durch. Also wir hatten jetzt wirklich hier 5 Planeten, die nur Info waren. Ja gut, dann auf nach Makedon. Mal sehen, ob da es etwas spannender ist. Wir haben nämlich noch 8 Minuten Zeit. Auch hier sind es 5 Planeten und auch hier sehe ich... Doch, hier habe ich gerade was Leuchten gesehen. Metallhaltiger Asteroid. Ein metallreicher Asteroid, 91 Kilometer Radius, mit Leichtmetallvorkommen. Bei Scans des Asteroidenfeldes im Athenes Tau Cluster haben sie ein großes Vorkommen von Titan entdeckt. Da habe ich jetzt was Leuchten gesehen. Nein, hier sind sogar noch 4 Planeten. Okay, der erste ist der Phagiluse. Phagiluse ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit großen Vorkommen an Kohlenwasserstoffen in der Atmosphäre. 111,7 Erdjahre Orbitalperiode, 19,1 Erdstunden ein Tag und ein Radius von 40.394 Kilometer. Hier wieder kurz und knapp. Und auch hier wieder Gasvorkommen. Mittels Orbitscans ein großes Vorkommen von Xenon entdeckt. Ich will doch keine Gase. Gase haben wir. Okay. Dann den Patavik. Haben wir noch Zeit? Ja, haben wir. Patavik ist der zweite riesige terrestrische Planet des Makedon-Systems und der weitaus interessantere. Der größte Teil der Planetenoberfläche wird von einem großen Ammoniak-Ozean bedeckt, in dem sich eine ammoniakbasierte Lebensform entwickelt hat. Auf den gefrorenen Kontinenten gibt es zwar kein Leben, aber in den kühlen, giftigen Ozeanen hat sich eine Vielfalt komplexer Organismen ausgebildet, von denen viele sogar größer als Menschen sind. Okay. In einem Ammoniaksee. Ja, für Menschen wäre es natürlich absolut der Tod, aber gut. Nur andere Planeten, andere Sitten quasi. Patavik ist zwar für Menschen absolut unbewohnbar, bietet aber gute Lebensbedingungen für die Volus. Ja. Die Verhandlungen zwischen der Allianz und der Schutzmacht der Volus, der Tyrianischen Hierarchie, sind diesbezüglich schon weit vorangeschritten. 89,8 Erdjahre Orbitalperiode, 11,3 AE Orbitaldistanz, 10.529 Kilometer Radius, 30,4 Erdstunden ein Tag, 1,6 Gramm Oberflächenschwerkraft, minus 130 Grad Celsius Temperatur und ein Atmosphärendruck von 22,4 atm. Ja, vielleicht schaffen wir jetzt die beiden noch. Jetzt mache ich als nächstes mal den Shagila. Ach, hier können wir landen, okay. Ich dachte schon. Na gut, dann erst den Porolan.
Porolan ist ein großer terrestrischer Planet, der in etwa halb so groß wie die Erde. Trotz der dichten Atmosphäre ist es auf dem Planeten bitterkalt, denn der rote Zwerg Makedon strahlt nicht viel Hitze ab. Die Oberfläche besteht hauptsächlich aus Silikaten, aber es gibt hier auch bedeutende Funde an Eisen und anderen industriell interessanten Metallen. Trotz der vorherrschenden großen Schwerkraft könnte es sich lohnen, diese Vorkommen abzubauen. 1,5 Gramm Oberflächenschwerkraft. Was hast du denn? So viel Schwerkraft ist es jetzt nicht. Minus 197 Grad Celsius, wurde aber im Text ja auch schon gesagt. 1,4 ATM Atmosphärendruck. 21 Erdjahre Orbitalperiode, 45,4 Erdstunden ein Tag und ein Radius von 9749 Kilometern. Und wir finden eine Matriarcheninschrift. Das ist schön. Beim Scannen des Planeten Porolan haben sie ein seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das Signal bis zu einem uralten Sender zurückverfolgen. Ihr Bergungsteam brachte den Sender an Bord und fand in einem Staufach eine der Schriften der Matriarchin Delinaga. Ich kann halt nicht mehr lesen, tut mir leid. Okay, und jetzt der Planet, wo wir landen können. Das ist der Jarjila. Druck, Gefahr der Stufe 1. Keine Hitze, keine Geld, aber Druck. Und vom Planetenbild sieht das schon wieder so total dreschelndmäßig aus. Jarjila besitzt eine sehr dichte Atmosphäre aus Ammoniak und Sauerstoff. Der gemäßigt warme Planetenoberfläche besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Schwefel. Die Kommunikationsbarken in diesem System haben in letzter Zeit eine Reihe nicht erfasster Schiffe in der Nähe registriert. Ach, Piraten, hä? Oder halt Söldner, gut zu wissen. Auf Jarjila existiert ein üppiges Ökosystem, das auf Silizium und Sauerstoff basiert. Die dicht bevölkerten Gebiete sind bedeckt mit feinem Silikatstaub, Siliziumdioxid, ein Nebenprodukt der Atmungssysteme der weiterentwickelten Lebensformen dieser Welt. Die heftigen Winde wirbeln häufig Staubwolken mit scharfen Partikeln auf und stellen ein besonderes Problem dar. In Gebieten, wo der Wind Verwehungen von Silikaten verursacht hat, können Begehungen äußerst gefährlich sein. Außenmissionen sind hier kaum durchführbar. Aber wir können hier landen. Das heißt für uns, wir müssen sehr aufpassen. Ein Erdjahr Orbitalperiode, 25 Grad Celsius Temperatur, 0,9 Gramm Schwerkraft, 39,16 ATM Atmosphärendruck, 40,6 Erdstunden ein Tag und 9693 Kilometer Radius. Wir müssen jetzt gleich aufhören, ich lande aber auf dem Planeten noch schnell. Und wir nehmen das Menschenteam, würde ich sagen. Nein, das Menschenteam hatten wir als letztes, also nehme ich Garrus und Rex. Das wollte ich gar nicht, ich wollte landen. Ich weiß nicht, ob wir hier für eine Quest hin müssen, wir hatten ja jetzt keinen Nachrichteneingang. Müssen wir gleich mal schauen, ob wir noch irgendwelche Nebenquests haben, die hier wichtig sind. Tagebuch. Weil die beiden ist nur Vera und Pharos, das ist was anderes. Schauen wir mal, hier müssen wir uns treffen. Hier müssen wir sammeln, hier müssen wir sammeln. Sammeln, sammeln. Vermisste Marines, da müssten wir nur Bescheid sagen. Piraten mussten wir Bescheid sagen. Und der Fan ist auch auf der Zitadelle. Aber eigentlich haben wir hier nichts zu tun. Das ist ja mysteriös. Wir werden beim nächsten Mal vielleicht herausfinden, warum wir dann hier landen können. Vielleicht eine Nebenquest, die wir bis jetzt noch nicht haben. Aber vielleicht gibt es hier auch nur ein paar Erfahrungspunkte zu holen und ein paar Ressourcen zu erschließen. Mal schauen, wir werden es sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, heute kommt noch die Art-Analyse für euch und morgen kommen nur 3 Folgen, weil eben Battle for Horizon ausfällt. Es wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei sein möchtet. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.